So, herzlich willkommen zu einem neuen NBA-Video auf Ortspedia und mit dem heutigen Topspiel Boston Celtics gegen Orlando Magic, zwei der heißesten Teams vielleicht sogar gerade. Warum, schauen wir uns gleich an beim Blick auf die Tabelle. Und wie mein Sportlehrer schon immer gesagt hatte, wir sind hier nicht zum Spaß hier, deshalb starten wir auch gleich mit der Tabelle, mit den aktuellen Standings erstmal in der Western Conference, die, man muss es ja sagen, wir sind jetzt schon so langsam, aber sicher mit dem ersten Drittel der Saison vorbei, unglaublich eng beieinander ist und wirklich spannend. Wir haben im Spitzenteams vorne die Pelicans, die Grizzlies, die Nuggets. Wahnsinn eigentlich. Danach kommen Suns, Kings und Trailblazers, auch alle sehr dicht beisammen. Und es geht ja runter bis Tabellenplatz 10. Wir wissen, Platz 1 bis 6 qualifiziert sich safe für die Playoffs. 7 bis 10 macht noch ein Play-In-Tournament. Aber auf 11 und 12 derzeit die Golden State Warriors und die Los Angeles Lakers. Also schon verrückt, das sind zwei Teams, die kann man eigentlich noch unter den Top 10 erwarten, gerade um die Lakers. Die haben sich jetzt so ein bisschen gefangen, würde ich sagen, und sind aber trotzdem wahrscheinlich nochmal am Trademark aktiv. Ja, größte Überraschung auf der oberen Seite, für mich definitiv die Sacramento Kings, die ja so schlecht gestartet sind, aber jetzt endlich mal ihr Talent in Siege schaffen zu umwandeln. Guter Satz. Und die Trailblazers, ja, die mit Lillard auch wieder vorne dabei sind. Aber auf einzelne Teams schauen wir dann noch gleich. Erstmal in den Osten. Und da haben wir nämlich die zwei derzeit führenden Kandidaten im MVP-Race. Die sind auch zufälligerweise auf Platz 1 und 2, nicht nur der Eastern Conference, sondern der gesamten NBA. Die Boston Celtics, die wir heute um 21 Uhr sehen. Und die Milwaukee Bucks MVP-Kandidaten. Klar, Tatum und Antetokounmpo. Auf Platz 3 immer noch stark die Cleveland Cavaliers und auf der anderen Seite dann die Brooklyn Nets, die sich seit dem Rausschmiss von Steve Nash wirklich gefangen haben, jetzt voll im Soll sind auf Platz 4. Auch die 76ers sind mit einem guten Winning Streak vorne dabei. New York Knicks, für mich überraschend, die sind derzeit das heißeste Team der Liga im Osten. 6 Siege in Folge und danach haben wir die Heat, die Pacers, die Hawks, die Raptors, die Bulls, die Wizards und die Orlando Magic, die jetzt mit den beiden Wagner-Brüdern 5 Siege in Folge haben. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir unsere Deutschen heute mal sehen dürfen gegen ein Team, das absolut Spaß macht zuzuschauen, nämlich die Boston Celtics, die auch eine der schönsten und lautstärksten Hallen der Liga haben und natürlich, wie soll es auch anders sein, Favorit sind. Wie wird das Ergebnis aussehen? Klicken wir mal hier drauf. Ich sage natürlich, dass die Celtics das gewinnen, aber wir wollen auch mal ein bisschen schauen, ob da irgendwo sich Value drin versteckt hat. Wir sehen in den letzten 5 Spielen, wie gerade gesagt, haben die Magic gewonnen, auch daheim gegen die Celtics und seit Corona, seit der Pandemie ist es ja öfter so, dass die Teams teilweise direkt gegeneinander spielen, also zweimal hintereinander sozusagen. War in der Vergangenheit hin und wieder so, aber seit eigentlich vor 2 Jahren ist das mal öfter, um auch so ein bisschen Kontaktbeschränkungen letztendlich zu haben. Die Celtics haben, wie gesagt, klar, wenn die Magic gewonnen haben, haben die Celtics ihr letztes Spiel verloren gegen Orlando. Davor aber gegen LA gewonnen, gegen das andere LA-Team verloren, gegen die Warriors verloren, gegen die Suns gewonnen. Also sind so ein bisschen gerade Durchhänger, kann man eigentlich sagen, zum Vergleich. Und die Magic haben allein schon tabellenplatzbedingt immer nur gegen bessere Teams gewonnen, aber auch wirklich gegen Playoff-Contender mit den Hawks, mit den Raptors, mit den Clippers. Also da kann man schon drauf aufbauen und Franz Wagner war nicht nur einmal Topscorer. Auch Paul Banchero, der Nummer 1 Pick der Magic, hat gut aufgezockt und auch Mo Wagner ist dabei. Was gibt es hier zu beachten? Also wir gehen gleich mal zu den Quoten, denn das ist ja auch das wirklich Spannende. 1,22, sowas tippen wir nicht, das hat nie Value und wenn man immer nur auf die Favoriten geht, dann ja, muss ja nur ein von 10 Spielen nicht passen und schon bist du im Verlust. Das Asian Handicap auf die Celtics mit minus 10 schon relativ hoch. Also wir sehen, die Magic haben einen Lauf, die haben auch gerade gewonnen gegen Boston, ist jetzt nicht so vielsagend, aber sie wissen zumindest, dass sie es können. Und deshalb sehe ich hier definitiv einen Anreiz, auf Orlando plus 10,5 zu gehen. Einfach auch, weil das zwei Vorteile für dich hat, wenn die Magic gewinnen. Klar, hat man die Wette gewonnen, wenn sie knapp verlieren, hat man die Wette gewonnen. Und auch wenn Boston wirklich hinten raus weit vorne ist,
also wirklich weit, so 15, 18 Punkte, ist die Chance relativ hoch, dass die Magic mit ihren jungen Wilden, auch Bol Bol ist ja wirklich mit einer sehr, sehr guten Saison dabei, vielleicht nochmal Gas geben oder auch die zweite Garde Gas gibt. Kann bei Boston natürlich auch passieren, aber da ist vielleicht auch dann ein bisschen so das Tempo raus, weil man das Spiel eh gewonnen hat. Also es gibt für mich diese zwei Gründe, auf Orlando plus 10,5 definitiv da Value zu sehen. Über 223 Punkte. Wir haben es gerade eben gesehen, das Spiel davor war ein absolutes High-Scoring-Game. Finde ich jetzt mir zu hoch, vor allem da ich erwarte, dass Boston eine bessere Defensive spielen wird, nicht nochmal 120 Punkte gegen Orlando kassieren möchte. Deshalb würde ich tendenziell eher under gehen, beziehungsweise Finger von weg und erste Wette für heute Abend. Orlando Magic plus 10,5. Dann haben wir die Indiana Pacers, die eine hervorragende Saison spielen, zumindest an ihren Erwartungen gemessen. Immer noch auf 50-50 sind sie in der Tabelle. 15 Siege, 15 Niederlagen, also genau die Hälfte gewonnen. Und immer noch auch in den Playoffs dabei. Und die Knicks sind derzeit vorne, eben wegen diesem guten Winning Streak. Und deshalb haben wir hier ein ausgeglichenes Quotenverhältnis. Also Asian Handicaps ist dann nämlich minus 1 plus 1, das sollte man in dem Sinne außer Acht lassen. Über Under 230 Punkte ist schon eine Hausnummer, da würde ich auch eher drunter gehen, aber ich sehe die Boston, die Indiana Pacers Stück weit wirklich stärker, weil, und das schauen wir uns doch jetzt auch mal an, die letzten Spiele der Knickerbockers waren jetzt nicht gegen die allerbesten Teams. Also die Bulls haben es momentan nicht drauf. Und dann hast du zweimal gegen die gewonnen. Kings, okay, ist ein Ausrufezeichen. Hornets sind leider Gottes in dieser Saison sehr, sehr schlecht. Und die Hawks sind auch nicht da, wo sie eigentlich spielen könnten. Und auf der anderen Seite haben halt die Pacers, die wirklich gegen dicke Brummer verloren haben. Also deshalb glaube ich, dass aufgrund dieses Winning Streaks die Quote ein bisschen unterrepräsentativ oder ist oder überrepräsentativ für die Knicks. Ich denke, die sind in der Realität eigentlich größere Außenseiter und mit dem Heimvorteil sollten die Pacers das machen. Halliburton spielt auch wirklich eine klasse Saison. Kann man mal machen. Deshalb locken wir hier mal den Sieg ein. Ja, hier auf Oddspedia über Tipps kann man sich auch noch diverse Sachen zeigen lassen. Eigentlich echt spannend, was es da alles für Möglichkeiten gibt, nochmal so ein Spiel extra zu analysieren und sich auch die Quotenbewegung anzuschauen. Das ist ja auch eine spannende Geschichte. Hier haben wir zum Beispiel, hat die Quote auf Indiana bei 2,0 angefangen und ist jetzt auf 1,97 unten. Es war mal zwischendurch 1,92. Relativ spannende Geschichte. Wird es auch spannend bei den Detroit Pistons gegen die Brooklyn Nets. Die Nets auch mit einem guten, mit einer guten Siegesserie. Detroit, da kann ich ehrlich gesagt nicht viel dafür sagen, außer dass die auch schon wieder ihren Kader ein bisschen durcheinander spülen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Bogdanovic da am Ende der Saison noch sehen. Und 1,3 die Quote auf Brooklyn reicht halt nicht, ne? Asian Handicap? Minus 7,5, auswärts ist mir ein bisschen zu viel, uninteressant. Hier haben wir ja wirklich ein Team, schaut euch mal Raptors gegen die Warriors an, das Finale von vor zwei Jahren. Nur eins der letzten fünf Spiele haben beide Teams gewonnen. Und bei den Warriors ist jetzt auch noch mit einer Schulterverletzung Steph Curry für ein paar Wochen draußen. Insofern schade, weil ich tatsächlich das Spiel Ende des Jahres live anschaue gegen die Portland Trailblazers. Habe ich mich gefreut, mal Steph Curry daheim live zu sehen, durfte ihn schon mal live sehen, aber ja, dementsprechend sind natürlich jetzt auch große Außenseiter. Ist auch die Frage, wer da vielleicht dann noch ausfällt. Auf jeden Fall würde ich hier sagen, dass das Team der Warriors, auch wenn sie gerade sehr, sehr viele Spiele verlieren, die haben nicht mehr so viel Zeit, jetzt noch weitere Niederlagenserien aufzubauen. Plus 6 Warriors ist ein Tipp, den ich auf jeden Fall heute spielen werde, denn der Kader ist einfach breit genug und Steve Kerr, auch ein starker Trainer, Nick Nurse auf der anderen Seite, vielleicht zwar der beste Trainer, der auch viel, viel aus seinem Team rausholt, aber er ist halt jetzt nicht mit so viel Talent gesegnet, wie eben zum Beispiel die Warriors. Und wir haben hier zwar knappe Niederlagen teilweise gegen Brooklyn, gegen Sacramento, gegen Orlando, aber ja, das Team ist halt einfach nur so im Niemalsland und ist eigentlich wirklich
besser, als man hätte erwarten können nach dem Komplettumbruch. Auf der anderen Seite, um ganz oben mit dabei zu sein, müsste dein Starspieler Pascal Siakam noch ein bisschen deutlich besser werden und Barnes kann dann natürlich auch vielleicht hinsteigen. Hier haben wir eine ganz spannende Geschichte mit den Kollegen aus Minnesota, die gegen die Bulls spielen. Minnesota ist ja all in gegangen vor der Saison mit mehreren First-Round-Draft-Picks, Patrick Beverley und noch ein bisschen was abgegeben für Rudy Gobert und siehe da, es funktioniert nicht so gut zusammen mit Karl-Anthony Towns. Was eigentlich jeder vorher schon gewusst hatte. Jetzt ist Towns verletzt und sie haben immer noch Edward und D'Angelo Russell. Also haben schon ein geiles Team auf Blatt Papier, was ähnlich wie eigentlich die Kings die letzten Jahre irgendwie mal hopp ist, aber fast, nein, mal top ist, aber fast immer nur hier unten anzusehen ist. Das ist ein bisschen schade. Chicago Bulls, der nächste Schritt hat gefehlt. Sie hatten eine Wahnsinns-Hinrunde letztes Jahr gespielt. In der zweiten Saisonhälfte, dann gab es viel Verletzungspech. Das haben sie jetzt immer noch mit Ball. Aber trotzdem hat die Mannschaft einen Rückschritt gemacht. Und ich denke, seit jetzt kann man ja dann wieder traden. Ich denke, dass Chicago auf jeden Fall seinen Kader durchwürfeln wird. Was wollen die mit Vucevic, mit DeRozan, mit Levine, mit Ball, wenn eben der Erfolg nicht da ist. Also es sind ja schon mehr oder weniger vier sehr, sehr hochbezahlte Spieler, teilweise sogar Max-Player. Ob sie es wert sind oder nicht, ist ja die andere Sache. Auf jeden Fall würde ich hier überlegen, wenn ich auf dieses Spiel gehe, auf die Timberwolves, haben eine Verdopplungsquote. Wir haben es gerade gesehen, auch diese beiden haben wie andere Teams, was wir eben hatten, schon in der Saison gegeneinander gespielt. Also, jetzt schauen wir mal, Timberwolves Sieg. Denver Nuggets, Charlotte Hornets, die Nuggets sind auch tief genug, um gegen schwächere Teams nicht abzuschenken. Quotenverteilung gänzlich uninteressant, minus 9 könnte man sogar ins Auge fassen, aber 237 Punkte ist natürlich auch Wahnsinn. Charlotte, die machen alles, nur nicht verteidigen. Und dann haben wir noch die LA Lakers gegen die Washington Wizards. Die Wizards auch wieder, wenn wir uns die Tabelle hier ganz schauen, sind sie jetzt mit 9 Niederlagen in Folge abgerutscht von den Top 6, wo sie eigentlich davor noch waren. Jetzt nur noch auf Rang 12 und ja, was willst du dazu sagen? Die werden gegen die Lakers verlieren. Und diese 1,55-Quote, die würde mir sogar reichen, weil Davis ja auch verletzt ist oder die Lakers natürlich auch diverse Spiele angeschlagen haben. Eine 1,55 kann man dann ganz gut kombinieren. Wir hatten ein paar gute Spiele, glaube ich, gesehen, wo man sagt, man nimmt eine andere Favoritenquote mit. Vielleicht sogar, na, 1,22 ist zu wenig, aber vielleicht sogar die Brooklyn 1,36 hat man eine gute Verdopplungsquote. Zwei sehr hohe Favoriten, die dann teilweise entweder gegen einen deutlich unterlegenen Spieler Team spielen oder eben daheim. Schauen wir mal, was erwartet ihr von der heutigen Nacht? Es geht um 20 Uhr los, also man kann sich jetzt schön gemütlich die Weltmeisterschaftsfinalpartie Paarung anschauen zwischen Argentinien und Frankreich, wer will. Und dann um 20 Uhr geht es weiter mit Boston Celtics gegen die Orlando Magic und wer dann noch nicht müde ist oder einfach sagt, er will jedes NBA-Spiel mitnehmen, was eben zu guter deutscher Zeit kommt, kann danach im Anschluss sich noch Indiana gegen New York gönnen, aber das ist jetzt für mich nicht ganz so interessant. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns bald wieder. Oddspedia, the Sports Betting Community.